Danke. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Vor 9 Monaten war die Öffentlichkeit in heller Aufruhr, weil CDU-Jungstar Amthor in dreister Art und Weise für ein Unternehmen warb und dafür Gegenleistungen in Form von Aktienoptionen erhielt. Die Koalition zeigte ihren typischen Aktionismus, wollte ein verbindliches Lobbyregister einführen. Nachdem die zweite Corona-Welle das Thema in der Nachrichtenagenda dann nach hinten gedrängt hatte, da wollte die Union plötzlich von zwischenzeitlichen Zusicherungen nichts mehr wissen und das ganze Gesetz drohte zu platzen. Nun bringen die Fälle Spahn, Nüsslein und aktuell Löbel das Thema erneut auf den Tisch. Und was passiert? Sie präsentieren wieder eine Einigung beim Lobbyregister. Aber so einfach lassen Sie sie nicht davonkommen. Vor ein paar Wochen warb Herr Spahn in der Bevölkerung um Vertrauen. Wissen Sie, wie man Vertrauen nachhaltig verspielt? Indem man sich als Politiker mit Menschen zum Abendessen trifft, von den Gästen dafür eine Spende von 9.999 Euro verlangt, genau 1 Euro unterhalb dessen, was eine Offenlegung der Spender fordern würde. Sie reizen das Maximum dessen aus, was sein darf, und können dennoch die Anonymität der Gäste wahren. Es ist also von allen Seiten oder allen Seiten mit Ihrem Vorgehen gedient. Zumindest, wenn man vergisst, dass die eine Seite, der Sie sich als Minister durchaus auch verpflichtet fühlen könnten, die Bevölkerung ist. Die sitzt bei einem solchen Hinterzimmeressen nicht mit am Tisch und verliert zunehmend Vertrauen in die Politik. Da hilft es auch nicht, wenn Sie das Treffen als privat bezeichnen. Mir ist klar, in Ihren Kreisen ist die Ansicht, dass auch das Private politisch ist, nicht sehr verbreitet. Aber bei einem Treffen mit Geschäftsleuten, die dafür auch noch Tausende von Euro für ihren Wahlkampf zahlen, sollten Sie ins Grübeln kommen. Im vergangenen Jahr kaufen Bundesgesundheitsministerium und Innenministerium zu völlig überzogenen Preisen für vermutete 350 Millionen Euro Masken bei einer kleinen Schweizer Firma. Angeblich, Herr Spahn lässt ja offenbar die Anfragen der Journalistinnen unbeantwortet, hat der Minister sich persönlich im Sinne des Unternehmens zweier rechtspopulistischer Nachwuchspolitiker eingemischt, nachdem eine gewisse Andrea Tantler für das Unternehmen bei ihm geworben hatte. Ja, den Namen Tantler kennen Sie. Gerold Tantler ist ihr Name und einstiger Amigo von Franz Josef Strauß. Er musste damals im Zuge der Zwick-Affäre zurücktreten, und auf Vermittlung von Frau Tantler hin lässt Herr Spahn der Berichterstattung nach für hunderte Millionen Euro zu außergewöhnlichen Stückpreisen einkaufen. Ihr Schweigen dazu spricht Bände, Herr Spahn. Nehmen wir kurz mal das Beispiel der Maskenbeschaffung, um ein zentrales neoliberales Credo zu überprüfen. Statt 45 Cent zahlten Bund und Länder plötzlich 3 bis 5 Euro, teilweise sogar 10 Euro pro FFP2-Maske. Die Abnahmegarantien von Bund und Ländern treiben nebenbei auch die Beschaffungskosten für den gesamten Gesundheitssektor in die Höhe, als ob die Käufe von Bund und Ländern zu Höchstpreisen die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler nicht schon genug belasteten. Besser kann man nicht verdeutlichen, wie es aussieht, wenn der Markt regelt. Einige wenige Unternehmen machen dicke Kohle und die Allgemeinheit zahlt. Dem gilt es, endlich etwas entgegenzusetzen. Aber Sie von der Union tun genau das Gegenteil. Manche von Ihnen nutzen die Krise schamlos aus. Bitte, liebe Unionsabgeordnete, treten Sie doch einmal ein Stück zurück und betrachten Sie den aktuellen Fall auf einer abstrakten Ebene. Ein Abgeordneter, der Sprecher für den entsprechenden Fachbereich ist, wird von einem Unternehmen um Einflussnahme bei den Ministerien gebeten. Der Abgeordnete lobbyiert, entsprechende Deals in 100 Millionen Höhe kommen zustande und der Abgeordnete stellt eine Rechnung von mehreren 100.000 Euro. Meine Damen und Herren, das Publikum nennt das Korruption. Und wenn ein solches Vorgehen durch gesetzliche Schlupflöcher als solches nicht justiziabel ist, dann ist haben wir ein Problem in Deutschland. Es fehlen uns die Mittel dagegen. Und dazu will ich noch etwas ganz Aktuelles sagen. Gestern im Geschäftsordnungsausschuss hatte unser parlamentarischer Geschäftsführer Jan Korte unseren Gesetzentwurf gegen ein solches Verhalten und gegen die Tätigkeit von Abgeordneten als bezahlte Interessenvertreter auf der Tagesordnung stehen. Er wollte ihn vertreten. Was ist passiert? Die
Ausschussmehrheit hat diesen Antrag von der Tagesordnung gestimmt. Und ich sage Ihnen auch, warum. Weil Sie nämlich einen Beratungsbedarf geltend gemacht haben. Aber wir haben keinen Beratungsbedarf, wir haben einen Handlungsbedarf. Und das sollte Ihnen mal klar werden. Der zweite Punkt. Die Staatengruppe gegen Korruption, GRECO, fordert Deutschland seit langem auf, mehr gegen Korruption zu tun. Was tun Sie? Nichts. Letzter Punkt. Ich gebe Ihnen einen praktischen Tipp. Stellen Sie von Ihren Unionsfraktionsräumen der Staatsanwaltschaft einen Raum zur Verfügung, dann haben die es nicht so weit. Vielen Dank. Vielen Dank. Das Wort geht an Professor Dr. Patrick